Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4 Let's Build Zodialea. Ich glaube, die beiden Schwerter, die wir in der letzten Folge für Grognak noch schnell geholt haben. Ah, jetzt gehe ich. Na, puh, gerade noch. Die packen wir jetzt mal hier rein. Einmal das chinesische Offiziersschwert und einmal das Revolutionärsschwert. Auto speichern. Bam. Da kreuzen sich die Schwerter. Ob das ein Zeichen ist für was auch immer. Für gekreuzte Schwerter. Möglich. Und das hier kommt hier rein. Oh, das hat das Blut am Griff. Crazy. Na gut, jetzt sind das hier Schwerter. Weil in den Comics benutzt Grognak eigentlich immer Schwerter. Grognaks Axt sieht man so gut wie gar nicht auf den Comics. Schon wieder ein schwerer Lore-Fehler hier von Bethesda. Das ist nicht akzeptabel. Die können nicht auf die Comics Schwerter zeichnen und dann in der Fernsehserie Requisiten Axt. Eine scharfe. Moment, warum ist das eigentlich eine scharfe Requisiten Axt? Naja, wir sind ja immer noch in der Welt von Fallout. Da wird sowas gemacht. Da gibt es bestimmt auch, wahrscheinlich kann ich mich nur nicht mehr erinnern, aber da ist bestimmt ein Text dazu auch irgendwo, der das erklärt. Wo bestimmt jemand schreibt, wo der Schauspieler von Grognak bestimmt einen Brief schreibt, dass er auf eine scharfe Axt besteht, weil sonst ist es nicht authentisch oder so. Okay, das ist dann der Bereich von Grognak abgeschlossen. Ich habe alle Comics-Bilder mir angeguckt, da ist nichts, was wir noch irgendwie umsetzen können, befürchte ich leider. Schade. Aber naja, so ist das eben. Manchmal. Jetzt würde ich das Regal gern noch ein bisschen verschieben. Halt! Arcade-Automat. Yeah, okay. Entschuldigung. Also Anzug, du musst weg. Blablabla. Captain Kosmos kommt hier hinten hin. Hier brauchen wir okay, Baumenü. Ich brauche halt echt Strom hier drin, wenn ich den Arcade-Automaten aufstellen will. Und dafür brauche ich dann hier drinnen irgendwo einen Generator. Weil ein Kabel von draußen hier rein verlegen ist Madness. Oder gehen die Arcade-Automaten etwa ohne? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Creation Club Spillautomaten. Ne, Boden brauchen wir nicht. Betonteppiche brauchen wir auch nicht. Ah, das ist natürlich cool. Das können wir noch machen. Bilder von Grognak aufhängen. Und zumindest das eine. Ein Bild von Grognak aufhängen. Yeah. Tja, rote Gefahr. Pipfall. Doch benötigt ein Strom. Muss man anstecken. Ja, okay. Schade. Ach so, die gibt's in so vielen Farben. Ich war gerade verwirrt. Grognak. Die Grognak-Automaten. Wo bauen wir die denn hin, die Grognak-Automaten? Hier so, die drei. Genau, drei sind's. Ach ja, warum nicht? Ach, was ist denn los? Warum kann ich ihn denn nicht verkabeln? Ja, da, an den da. Hä?
What? Irgendwas stimmt nicht. Ja, ich hänge an der Treppe fest. Das stimmt schon mal nicht. Also, den Automaten hier würde ich gerne an den schließen. Das geht nicht. Natürlich geht das nicht, weil ich meine, schaut mal, warum sollte. Ach so, hä? What? Ja, stimmt. Was ist denn hier schon wieder los? Ich kann zwar den Auto. Also, ich kann zwar den Automaten hier mit dem da verkabeln, aber nicht mit dem daneben. Warte mal, gehören die alle zusammen? Nur der nicht? Jetzt kann ich gar kein Kabel mehr machen. Okay. Machen wir erstmal was anderes. Also, ich kümmere mich erstmal um die Stromversorgungspunöpel. Dann hänge ich einfach alle Automaten an den. Ist auch okay. So, dann stelle ich einfach hier einen schönen leisen Fusionsgenerator oder sowas hin. Ja. Ich habe Funken erschaffen. Aber ich wollte doch eigentlich ein Kabel hier ziehen. Ah, jetzt sind wirklich schon alle drei bepowert, obwohl, dann mache ich das Kabel weg. Ja, jetzt laufen alle drei. Cool. Nee, warte mal, das Kabel wegmachen. Wegmachen! Wegmachen! Ja, Kabel in die Werkstatt einlagern. Okay. Cool, funktioniert. Okay, dann haben wir jetzt hier die drei Grognack-Automaten in der Grognack-Ausstellung. Ein Licht brauchen wir noch. Also von den Knöpfen her finde ich zwar den mit den grünen Knöpfen, der weiße mit den grünen Knöpfen, ziemlich cool, aber auch verwirrend. Die sind nämlich auch nicht beschriftet. Das ist nämlich voll schwierig. Wenn dann da irgendwie steht, hier jetzt schnell blaue Taste drücken oder so, dann stehe ich da, denke mir, fuck, hab keine blaue Taste. Dann haben wir ein Problem. So, was wollte ich noch? Licht. Mehrere Licht. Erstmal Bodenlicht. Damit das Gemälde auch schön beleuchtet wird. Ich hab gesagt, damit es schön beleuchtet wird. Mach hier keinen Quatsch. Okay. Und jetzt noch. Brauchen die Automaten Beleuchtung? Vielleicht hänge ich Lampen links und rechts an die Automaten, wenn das geht. Schön in Stolperhöhe. Okay, cool. Ja, dann ist das der Grognack-Bereich. Nö, der Grognack-Bereich. Passt doch. Wunderbar. Dann versuchen wir jetzt hier irgendwie einen Silber-Shroud-Bereich zu machen. Das wird natürlich eine Herausforderung. Das wird natürlich nicht leicht. Aber wir schaffen das. Wir schaffen alles. Wenn wir nur an uns glauben. Straßenlaternen sind schon mal ein guter Anfang, finde ich. Für Silver Shroud. Hallo? Straßenlaterne? Wobei, ich mache hier eine und da drüben eine. Einfach mal. Einfach mal. Kann man ja noch verschieben. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, was hier überhaupt hinkommt und was hier überhaupt los ist. Aber einfach nur mal. So, jetzt ist das Problem. Wir bräuchten für den Silber Shroud eigentlich eine Vorkriegsstadtkulisse. Und die kann ich eigentlich unmöglich bauen mit den Teilen, die ich hier habe.
Beton ist wahrscheinlich noch das Ohrkriegmäßigste. Aber auch das ist eigentlich sehr hässlich. Aber Moment. Oh oh. Was ist jetzt los? Ah, okay. Mit den ganzen Mod-Teilen versuchen wir jetzt mal, dass wir tatsächlich eine moderne Stadt machen. Das könnte nämlich sogar funktionieren. Okay, das Auto ist fast ein bisschen groß, aber passt schon. Nee, aber eigentlich soll in der Mitte, und die Mitte wäre ungefähr hier, vor allem der Silbershroud selbst im Fokus stehen und nicht irgend so ein Auto. Das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht recht. Wenn das Auto hier so reinpassen würde, aber das tut es leider nicht. Dann wäre alles gut. Aha! Ja, so kann es stehen. Das ist gut. Da drüben machen wir noch ein stylisches Moped. Stylo-Moped. Gut, und hier machen wir noch einen unauffälligen kleinen Zug im Hintergrund. Vordergrund. Nein, machen wir nicht. Das kommt dann in Raum- und Luftfahrt- und Fortbewegungsmuseum. Priva. Ja, für Priva ist halt alles, oder? Nee, das ist zu, das ist auch zu kaputt. Ist zu kaputt, kann man nicht brauchen. Ist zu kaputt hier. Alles zu kaputt. Aber, wir haben doch bestimmt hier Wände mit besonders schönen Texturen. Oder? Der Modder hat doch hier bestimmt super schöne Wände mit eingebaut. Nein, hat er nicht. Aber vielleicht beim Beton. Ja, wo ist er denn jetzt, der Beton? Ja. Der hat doch hier bestimmt Wände mit. Ich weiß, dass es Te Betonwände mit wunderschönen Texturen gibt. Ah, hier. Neu texturiert. Ah. Home of the Future. Stone. Brick. Brick. Brick ist gut. Red Brick. Red Brick Walls. Ja, das könnte funktionieren. Versuchen wir mal hier eine Kulisse mit roten Ziegelmauern zu erschaffen. Wo ist denn hier eine Tür mal? Genau, hier, Tür. So. Genau, vielleicht so ein langes, schräges hier sogar rein irgendwie. Das einfach so. So. Warum nicht? Dass es einfach so die moderne Stadt abbildet. Der Moloch. Na komm, ich hab schon gesehen, dass du da so komisch hingeglitscht bist, wie ich dich gern gehabt hätte. Jetzt glitsch noch mal so rein. Komm schon, Betonwände können überall reinglitschen. Ich glaube an dich. Na gut, nehmen wir eine kleinere Betonwand. Die glitscht vielleicht leichter. Die mögen das Auto hier nicht, ich weiß schon. Ich kann es ja verstehen. Das Auto ist zu groß und so. Ist klar. Trotzdem wäre es halt cool gewesen, wenn das funktioniert hätte. Kann ich das hier zweistöckig machen, wenigstens? Ah, sieht schlecht aus. Scheiße. Auch nicht so schlimm. Dann lassen wir es halt. Ist ja schon mal cool, dass hier überhaupt so eine Ziegelwand steht, mein Gott. Jetzt brauchen wir hier noch die Tür. Eine schöne Tür. Gibt es die auch in schön? Nö. Na gut. Dann nehmen wir die Tür. Die sieht, glaube ich, noch am vorkriegszeitigsten aus. Nein. Hier machen wir Straßenbeleuchtung.
Spiked-Fans passt jetzt hier so gar nicht. Ich will eigentlich eher so diese hässliche Großstadt. Wär cool, weil es ein cooler Vorkriegszaun ist. Aber passt jetzt gerade nicht zu dieser hässlichen Großstadtkulisse, die ich für einen Silver Shroud eigentlich eher anstrebe. Eher Baugerüst, aber das ist zu. Nee. Lassen wir das. Sure. Hier an die Wand sollte ich irgendwas hängen, aber ich weiß noch nicht was. Ich mache schon mal eine Beleuchtung dafür. Ja, das beleuchtet das Auto sehr gut. Irgendwie beleuchtet das gar nichts. Ist schon okay. Und jetzt brauchen wir eine Mannequin, die wir aus irgendeinem Grund natürlich wieder bei den Möbeln finden. Warte mal, das sind wieder 1, 2. Ja, gut, weil ich hier die Mauer so gezogen habe. Kommen wir hier hin. Passt schon. Beleuchtung. Eins, zwei, drei Beleuchterungen. Und jetzt kommt das große Finale. Ne, ein bisschen. Es ist noch ein bisschen leer, glaube ich. So ganz beim großen Finale sind wir noch nicht. Warum packe ich dem den Raketenwerfer rein? Ausrüsten! Schade. Ach so, warte mal. Silver Shroud. Gut. Und Armor. Der Silver Shroud. Ich bezweifle schon langsam, ob das so eine gute Idee war, dass jeder wirklich seinen eigenen Bereich kriegt. Schon langsam kriege ich meine Zweifel. Weil irgendwie denke ich mir gerade so, wirklich, das alles hier, nur wegen einem Silver Shroud, der hier so steht, ist es das wert? Ist das notwendig? Ich weiß es nicht. Ist es das? Ist das wirklich? Aber jetzt ist es passiert. Jetzt passt schon. Jetzt kann man nichts mehr machen. Der Zug ist abgefahren. Jetzt ist alles aus. Leute, es ist Schluss für heute. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Morgen machen wir weiter. Und dann finde ich raus, wo gleich nochmal die Punöpel sind, die ich gerade suche. Macht's gut, bis dann. Hä? Wird's gerade neblig? Aber wie? Wow. Ciao. Macht's gut.